In diesem Video. Ist es irgendwie dunkel? Hat Zottel kalt? Beginnt der Kampf früh? Ist es Zeit für Lauftext? Genieße ich Anstehen, fliege mehrfach und trinke mit Helm. Oh, lecker! Das Essen sieht also gut aus. Jetzt fehlt uns hier aber noch der Gast, der mit isst. Er lässt wieder auf sich warten. Ich weiß nicht, ob er einen Schneepflug braucht, um von seinem Van zu... Wenn alles gut klappt, bin ich noch Stunde vorne bei dir. Ja, und schon schimpft man über ihn, labert er dazwischen. Ist ja wie bei Dirk, da kannst nicht filmen gegen. Mach hin, Essen ist fertig, wir haben Hunger. Schneeschuhe, es schneit draußen ziemlich heftig, obwohl eigentlich das Regenradar keinerlei Wolken mehr anzeigt oder Schneewolken. Ich decke schon mal den Tisch, das kann man ja im Kasten alles schön bequem im Sitzen. Leckeres Gerolsteiner Wasser trinke ich. Überbleibsel von Katja vom Silvesterurlaub noch. So, und jetzt gehen mir die Worte aus. Christian, mach hin. Der steht nur 10 Meter hinter mir. So lange kann man doch nicht brauchen. Grüezi, da ist er ja endlich, der Bub. Er muss über die Fahrerseite einsteigen. Ach Kai. Bringt seinen Bierhumpen mit. Und einen Haufen Kälte, alter Schwede. Das ist ja wahnsinnig. Nur kurz, du hast eine Heizung. Also, wenn wir 6 Mal so eine Tour haben, mit den Schuhen mache ich das nicht nochmal. Nee, Göschneralp, in den Schuhen hochlaufen, ist echt mühsam. So, dann dreh mich. Dreh dich, also dreh den Sitz nicht dich. Komm, gib mir. Klappt das? So. Weißt du, wie das geht? Ach Gott. Saßt du schon mal in einem Van? Hast du das schon gemacht? Oh. Also ich sitze da doch mal. Tür brauchst du nicht aufmachen. Einfach den Sitz vor. Ja. Oh Gott. Das ist ein Kastenwagenfahrer. Ist ja so schlimm. Perfekt. Ja, letzte Woche gekauft. Aha, noch nicht so lange. Okay, dann ist er natürlich entschuldigt. Dann gebe ich jetzt mal auf. Irgendwie ist hier dunkel da, ne? Ich finde es total hell. Verdammt, Mick, das Funkgerät hat hier wieder alles ausgestellt. Er ist wieder hier. Ich denke doch gerade, das war doch vorhin nicht so dunkel. So Leute, es gibt nicht viele Worte. Ich habe echt Hunger. Ich schaff's nie bei dir zu kochen. Ständig musst du dich vordrängeln. Heute war ich dran. Scheiße. Ja. Ich war schneller. Verdammt. Christian, zum Wohl. Und schönen Abend. Zum Wohl, Kai. Ah, der Wodka aus der Gerolsteiner Flasche. Köstlich. Wir machen hier keine Werbung für Gerolsteiner Sprudel. Wodka der Perl, interessant. Ja. So, dann versuchen wir das mal. Gute. Oh. Sieht schon mal gut aus. Kartoffeln sind so gerade durch. Ich brauche nicht mal ewig in dem Ding. Und ich habe sie extra schon klein geschnitten. Die sind okay. Nach dem Tag heute. Wohlverdient. Ja, ne? Ja. Würde auch sagen. Ja. So, wir essen jetzt mal in Ruhe. Ruhen uns aus und kauen. Da trennen sich unsere Wege. Jetzt endgültig, ja. Nach 2 Wochenenden hintereinander. Aber war eine coole Zeit. Ja, kann man so sagen. Letztes Wochenende wie auch dieses. Aber überlebt. Überlebt, das ist die Hauptsache, ja. Komm gut nach Hause. Guten Arbeitsstart am Montag. Und ich hoffe, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Wenn ein bisschen weniger Kälte anliegt, ein bisschen weniger Schnee. Bin dabei. Cool. Gute Kombination. Denke auch, ne? Kann man mit leben. Ja. Ja. Wir gehen morgen erstmal noch snowboarden mit dem Kumpel von mir. Der zweite Kumpel ist ja ausgefallen, also sind wir zu zweit. Wir hoffen auf schönes Wetter, Schnee und nicht ganz so viele Leute. Christian, mach's gut. Ciao. Ciao. Da liegen wir wieder im Heck von Zottel. Anstrengender Tag. Wir sagen gute Nacht und wenn ihr mögt, schaltet morgen wieder ein, wenn es hier weitergeht. Es dürfte hoffentlich recht sonnig werden. Drückt uns die Daumen. Schönen guten Morgen. 7 Uhr. Aufstehen. Es ist Sonntag. Schon aufgestanden, Blick nach draußen. Sieht gar nicht mal so schlecht aus, oder? Bevor wir abfahren, noch kurz was zur Temperatur. -10 Grad draußen.
Im Van hatte ich heute Nacht 14 Grad eingestellt. Am neuralgischen Punkt Schiebetür. Temperatursensor angebracht. Hier unten. 1,7 Grad, kein Frost. Und hinten im Heck an der Hecktür plus 0,5 Grad. Und heizungstechnisch hatte ich vorne alle Auslässe zu, bis auf einen. Und die Temperatur auf eben 14 Grad eingestellt. Funktioniert also auch bei minus 10 Grad ohne Frost im Kasten. Zottel wollte nicht unbedingt sofort anspringen. Hat ein paar Sekunden gedauert. Er kam, aber dann ging's. So, jetzt gucken wir mal, dass wir hier wegkommen. Hat sie noch einer dazugestellt heute Nacht. Ungar, internationale Truppe hier. Und jetzt fahren wir hier den Weg wieder zurück. Jagen durch die Schneewehe. Da ist ja ein Busch, den habe ich gestern gar nicht gesehen. Aber heute ist das unkritisch. Je mehr Autos hier fahren, desto besser geht das. Ja, läuft, leichte Schräglage und weg. Ja, da hinten rechts standen wir. Hier ist wieder der Kreisel, an dem wir gestern ein paar Mal gekreiselt sind. Und jetzt wissen wir wenigstens schon, wo wir hin müssen. An der Matt, hier wieder links. Viel Neuschnee gab es nicht, aber es reicht, um alles leicht angezuckert wirken zu lassen. Und wir stellen uns wohin? Wir gehen auf P2. So, wir werden dann mal angekommen und ich gehe kurz das Snowboard rausholen, dass ich mich dann hinten ganz an den Schnee stellen kann. Parkplatz gesichert, frühzeitig dran. Frühstück. Aber ich glaube, bevor ich jetzt frühstücke, gehe ich doch noch mal vor die Tür und löse das Parkticket, weil irgendwie habe ich das Gefühl, ich vergesse das sonst nachher. Wenn ihr mitkommen wollt, minus 10 Grad mal spüren, tief einatmen, geht los. Ja, gar nicht so kalt, oder? Super schöne, angenehme Luft, keinerlei Wolken am Himmel. Oh, das gibt heute einen geilen Tag. Ja, zahlen kann man hier 5 Franken am Automaten für einen Tag parken oder bei einem freundlichen Herrn, der hier kalt rumläuft. So. Danke schön mal. Danke auch. Musste ich gar nicht so weit laufen. Ja, ebenso. Dankeschön. Heieiei, mein Morgenspaziergang ausgefallen. Aber jetzt dennoch Frühstück verdient. Ja, die erste Drohne schwebt ja auch schon über Andermatt. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz, wie man das machen kann. Also meine ist es nicht. Christians auch nicht, denn der pennt noch. Das ist also irgendein Fremdflieger. Dann hauen wir mal rein. Große Portion. Muss ja das Momentli reichen. Der Kampf mit den Skiklamotten beginnt. Snowboardschuhe anziehen. Oh, eigentlich ist man schon immer kaputt, bis man anzogen ist. Oh, jetzt habe ich auch noch das Wichtigste. Oh, ich war schon so lange nicht mehr boarden, dass ich gar nicht mehr weiß, oh, wie ich die Schuhe anziehe. Muss ja hier jetzt innen zumachen. Das ist ein Kampf. Vor die Tür geschafft. Ich glaube, bin parat. Jetzt müssen wir mal zur Station laufen. Ticket kaufen, Kumpel treffen und dann geht's auf den Berg. Und zwar auf den Berg. Ja, und ihr seht schon, alleine sind wir heute auch nicht auf der Piste. Am Bedientenschalter die Hölle los. Wir versuchen es mal am Automaten. Ticket gekauft, 84 Franken. Das Skigebiet muss der Hammer sein bei dem Preis. Ich will ja nicht maulen, aber ich war heute super pünktlich. Wo mein Kollege, er ist mal verdammt spät dran. So, hat er es geschafft, der Bub? Nico, grüß dich. Das ist Nico, heute mit dabei auf dem Board. Aber brauchst du noch einen Helm, oder? Ist der Helm gewesen? Genau. Will ich gelöst. Ist schon weg. Ich bin parat. Ja. Ja, kann losgehen. Fast nichts los heute. Oh Gott. Ja, heute mal nicht mit der Drohne, sondern in der Gondel fliegend. Auch nicht schlecht. Parat für die erste Abfahrt. Sonne, super Landschaft, toll verschneit. Sehr genial, aber ein Haufen Volk hier heute. Und jetzt versuche ich mal mein Glück.
Und habt ihr den Sturz genossen? Gesundheit, ich meine, also ja, fahren und filmen ist halt nicht ganz so einfach. Gucken wir, ob wir das nachher noch besser hinkriegen. Ja, vom Wetter her besser hätte man sich treffen können. Ohne Handschuhe unterwegs. Sehr geil. Und jetzt fahre ich mal hier den Hang runter. Ja, das lange Anstehen am Lift kann man ja auch positiv sehen. Man kann sich dabei ausruhen. So, Nico, was meinst du zu dem Skitag? Perfekt, perfekt. Besser kann man es nicht treffen, kann es nur wiederholen. Der Knaller. Der ist übrigens ein Arbeitskollege von mir, gleiches Bergwerk. Aber er klopft andere Steine. Rasante Abfahrt, nicht zu filmen. Und ratet, wo wir sind? Oberalppass. Wenn ihr euch erinnert, hier war ich auch schon mit Zottel. Da hinten ist der Leuchtturm, aber das dauert noch eine ganze Weile, ehe hier wieder der Van hinkommt. Denn hier liegen locker, weiß ich, 3 Meter Schnee sicher. Hier auf dem Oberalppass geht man zu Fuß vom einen Lift zum anderen und nicht nur die Snowboarder. Wir sind auf der Sedrun-Seite des Skigebiets angekommen. Sieht ungefähr genauso geil aus wie auf der anderen Seite. Der Blick ist ein bisschen weiter. Nico ist auch noch dabei. Der fährt immer vor. Das ist ein alter Raser. Und macht nur Fotos. Mit was für Leuten ich immer unterwegs bin. Legen wir am Arsch. Filme und fahre ist echt übel. Ja, ist ja immer das Gleiche. Nico verloren bei der Abfahrt zum Restaurant. Ich glaube, er ist vorbeigefahren. Aber ist ja nichts Neues, dass ich reisegespähnlich verliere. Jetzt machen wir erstmal Pause. Und zwar in ziemlich spektakulärem Gebiet. Ja, doch nicht verloren. Er ist schon hier. Er hat sich mitten reingeguckt. Nah ans Essen. Selbst erkämpft, der andere auch, aber ja, wer ist besser? Zwei Kaffee aus der Hölle. Zwei Kaffee aus der Hölle, der ist gut. Ja, komm, hast du einen Schuss rein? Tschüss, zum Wohl. Oh, der ist ja schon kalt. Ganz schön steil. Oh. Oh. Holy moly. Oh, entspannter Ziehweg. Da kann man dann auch mal fahren und filmen. I'm
Ja, ihr seht richtig, wir fahren hier auf der Passstraße, dem Anfang. Pause. Zum Wohl. Cheers zu Haus. Boah, das tut gut nach einem Tag Borden. Puh, wir müssen los. Das Bier ist alle. Und wir fahren jetzt noch ein paar Höhenmeter runter und dann treffen wir uns an Zotte. Ihr glaubt es nicht, aber das wäre geschafft. Wir sind zurück bei Zotte. Ziemlich erschlagen. Ja, da sitzen wir wieder, zurück in Zottel. Erstmal die Heizung am Hochfahren. Ich fahre noch nicht gleich ab, bleib erstmal noch ein bisschen hier. Denn ich muss ja jetzt erstmal noch die Verlosung machen für die AdBlue-Teile und das Gas-Tool. Wenn ihr dieses Video seht, ist die natürlich schon lange gelaufen. Dennoch muss das jetzt gemacht werden. Und jetzt mache ich mich an die Arbeit. Alle Dreharbeiten abgeschlossen. Die Jungs hängen hier noch rum. Und ich brauche jetzt dringend was zu essen. Ja, und was essen wir? Ich habe noch ein paar Pilze gefunden. Und natürlich Reste von gestern. Das kommt alles in einen Topf und wird warm gemacht. Käse drüber. Essen. Das ist jetzt also ein Eintopf. Käse drüber, dann sieht man es nicht. Guten Appetit. Und bei dem Hunger, den ich habe, ist auch wurscht, wie das aussieht. Und die Pilze machen sich gut da drin. Das Abendessen ist durch, Zottel ist aufgeräumt. Das heißt, wir fahren ab. Und da es dunkel ist, es nicht mehr viel zu sehen gibt, sagen wir hier schon mal Tschüss zu euch. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart, mitgereist seid. Freut uns sehr. Und wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen hoch da. Abonniert unseren Kanal, besucht unsere Webseite für den Blog. Folgt uns auf Instagram und Facebook, da seht ihr dann immer die aktuellen Bilder unserer Trips. Und gerne dürft ihr auch unseren Amazon-Partnerlink verwenden. Freuen wir uns auch immer drüber, wenn ein bisschen Provision abfällt. Vielen Dank dafür. Und jetzt fahren wir nach Hause. Morgen ist Montag. Der Alltag hat uns wieder. Ciao zusammen. Stuck inside myself.